Und willkommen zurück zum nächsten Teambuilding. Spieltag 5 diesmal. Ich bin wieder zurück aus dem, ja, kann man es Urlaub nennen? Nennen wir es Urlaub. Ich war bei der Familie zu Hause, ein bisschen entspannt. Und jetzt bin ich wieder voll da. Und ja, Kamike ist unser nächster Gegner. Der Newcomer, der momentan 4-0 steht. Das heißt, wird geil. Wir spielen also gegen den Erstplatzierten diese Woche. Wird top. Einfach nur top. Und was sehen wir direkt? Er hat Regenteam. Ein Regenteam, wie ich es gehabt habe in Season 4. Ja, ich würde sagen, wir schauen da mal drüber und wie gut wir dagegen ausgerüstet sind. Er hat natürlich G-Max Kamalm, das ist ganz wichtig. Er hat Tornadus T, er hat Ferrothorn, er hat Drapion Kingdra, er hat Hitmontop Claydol Knulluf, Pelipper Heracross, Tobutz und Rotom, das normale Rotom. Ja, also erstmal, was fällt bei dem Kader so auf? Er hat keine gute Fee mit Knuddeluff. Er hat keinen guten Ground-Type mit Claydol. Er hat sehr viel offensive Kraft mit Kingdra, G-Max Kamalm, Tornadus und Tobutz. Und Heracross natürlich. Und er hat, was hat er noch? Zwei Regen-User mit Kingdra und Kamalm, dazu profitieren vom Regen noch Ferrothorn und Tornadus T. Ansonsten profitiert eigentlich auch noch Heracross, weil es die Feuer-Weakness ein bisschen reduziert. Und das war es dann, glaube ich, hauptsächlich von den Usern, die profitieren. So, was sehen wir hier für Probleme? Gehen wir mal durch. G-Max Kamalm, immer gefährlich. Also das ist so ein Ding, das ist immer gefährlich. Wirklich immer, immer, immer. Weil dann Switchen zu finden, schwierig. Das ist so ein bisschen das Ding. Dazu muss man aber sagen, dass wir so gesehen einen richtig guten G-Max Kamalm Revenger haben, wenn nicht sogar den besten, den es gibt, nämlich Gortrum. Weil Gortrum mit einer Grassy Glide halt outspeedet und eigentlich sogar in der Giga One-Hit killt. Was natürlich durchaus ein Statement ist, weil Statements müssen gesetzt werden. Sonst wird man nicht ernst genommen. Und dieses Statement wollen wir auch setzen. Und trotzdem müssen wir vor G-Max Kamalm aufpassen, weil wir wahrscheinlich immer, wenn der Gigard einsacken müssen. Außer Gigard gegen Gortrum, warum auch immer er das machen sollte. Aber so gesehen müssen wir gegen Kamalm immer einsacken. Also in der Giga, sonst nicht, glaube ich. Und ja, an dieser Stelle gehen wir weiter zu Torrent-T. Torrent-T ist, wow, wir hatten ja schon das Vergnügen mit Torrent-E, Torrent-I, whatever. Und da war Slowking schon relativ ein guter Check dagegen. Bei Torrent-T ist es nicht wirklich viel anders. Die haben ungefähr die ähnlichen Move-Pools. Ich meine, so ist es ja nicht, ne? Und das Gefährlichste an dem Ding ist der Knockoff gegen Slowking. So gesehen. Es kann natürlich auch Dark Pulse und so Zeug haben und flinchen. Bitte erinnert mich nicht an die Flinches. Aber ja, Torrent-T ist aber trotzdem gefährlich, weil wir nicht so gute Hurricane-Switch-ins haben, weil wir halt höchstens Magneton haben, aber das Ding kann halt Heatwave und Focus Blast. Dann haben wir als Hurricane-Switch-in theoretisch noch nichts mehr, außer höchstens Frigometri, aber Frigometri ist, naja, so eine Geschichte. Das ist halt das Blöde, wenn quasi, wir haben ja einen Mond des Flug vierfach resistet und unser Rock-Type hat halt dazu, ist halt neutral gegen Flug, deswegen ist unser Team gegen Flug relativ anfällig. Ich denke trotzdem, dass wir mit Slowking und Magneton trotzdem Antworten haben dagegen. Dann haben wir Ferrothorn. Ferrothorn ist nervig as fuck. Und im Regen hat es halt auch nur die halbe Feuerschwäche so gesehen. Ich meine, zum Glück hat es eine vierfache. Dann ist wenigstens trotzdem noch sehr effektiv so gesehen vom Schaden her. Zwar nicht mehr vierfach, sondern nur noch doppelt. Aber ja, Ferrothorn ist ein nerviges Ding, das kann rocken, das kann paralyzen, das kann Leech Seeden, das kann einfach viele Sachen, die es nicht können sollte, weil es einfach nur ein nerviges Stück Scheiße ist. Ferrothorn ist auf jeden Fall ein Mon, das er mitbringen muss, sonst hat er quasi nichts in der Defensive, was mich irgendwie checkt. Das ist so ein bisschen das Ding. Aber dazu kommen wir dann gleich erst, wenn ich euch meinen Gameplan erkläre. Weil damit möchte ich heute auch ein bisschen mal schauen, ob wir da irgendwie einen anderen Aufbau des Videos hinbekommen. Drapion und Kingdra sind so Geschichten, das sind
ja, Kingdra wird von Slowking gecheckt und zwar relativ gut sogar. Und Drapion ist wahrscheinlich, ist wirklich so neben Kamalm die größte Bedrohung tatsächlich, weil ich in das Ding nicht wirklich einen guten Switch hin habe. Weil klar kann man sagen, ja, du hast doch, was habe ich eigentlich? Ja, Alolas Nobilikat, du hast doch Crustle theoretisch, du hast doch Lavados eigentlich auch. Lavados ist aber nicht so gut wegen Rock Slide, das Ding kann Rock Slide. Aber ja, die restlichen, die ich gerade aufgezählt habe, sind theoretisch relativ gut. Aber wenn die dann weg sind oder weg wären, dann wäre das komplett RIP. Also dann, also was heißt komplett RIP, aber dann ist Drapion tatsächlich ganz strong gegen mich. Das Gute daran ist, dass ich Drapion nur auf zwei Sets sehe, die er eigentlich bringen muss, sonst ist das Ding nicht so gut, wie es sein könnte. Aber dazu komme ich dann gleich. Tier 4, Hitmontop und Claydol. Hitmontop ist okay. Ich meine, es ist, glaube ich, ein okay Switching gegen Gortrum. Wegen Intimidate und so Geschichten, aber ich weiß nicht, wie gut es das checkt. Dann ist es nicht so gut gegen Lavados, es ist nicht so gut gegen Flygon. Flygon kann nämlich auch speziell sein. Gegen Alcremie ist es nicht so gut, aber gegen Magnetons, Nobilikat und Frigometris steht es eigentlich ganz gut da. Also, das schon. Das schon. Und es kann natürlich mit Tempo-Heap mein Ding bedrohen, meinen PZ. Ansonsten ist es vielleicht mit einer AB noch ein Gengar-Check, aber da muss er halt hoffen, dass ich keine Psyche, keinen Zauberschein oder was auch immer spiele. Gegen Crustle, ja gut, ich meine, es kommt rein, ja, es macht, die schauen sich aber. Ja, ich meine, er macht mehr gegen Crustle, als Crustle gegen ihn macht. Und gegen Hawlucha sehe ich es auch nicht so wirklich, weil Hawlucha kann sich halt mit SD hochboosten und ja, ich meine, es kann Triple Axel spielen, das stimmt. Aber ja, Hitmontop ist so ein bisschen schwierig, weil es ist halt auch nicht gut gegen Slowking. Falls ich das schon erwähnt habe, weiß ich jetzt gerade. Habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Claydol ist quasi sein einziger Ground-Type. Das heißt, wenn er Angst vor Magneton hat, muss er Claydol bringen. Das Gute daran ist für mich, dass natürlich Magneton auch den schönen Steel-Type hat, wie wir alle wissen. Ich kann schon nicht mehr reden. Und deswegen gar nicht so ein perfekter Check dagegen ist. Außerdem ist es im Regen relativ anfällig gegen Slowking. Und Slowking ist auch immer ein Switch-In in das Ding. Was ich jetzt mal behaupten würde. Außerdem wird es von Gortrum immer revenged. Und ich glaube, es frisst auch nicht so gern irgendwelche Attacken von Lavados. Auch wenn es theoretisch Rock-Type-Moves kann. Und gegen Alcremie steht es, glaube ich, auch nicht so gut da. Claydol ist so ein Ding. Wie gesagt, wenn er Angst vor Magneton hat, muss er es mitbringen. Ansonsten lässt er es daheim. Und Knuddeluff, ja, wenn er unbedingt Wisher braucht, dann soll er halt Knuddeluff mitnehmen. Aber gegen Knuddeluff haben wir Sachen. Gortrum, Alcremie, Magneton, also da gibt's wirklich, da gibt's genug Sachen, die wir gegen Knuddeluff machen können, um dieses Ding ein bisschen zu nerven und bevor es uns zu sehr nervt. Gehen wir noch schnell in die Free Picks, da haben wir Rotom, das ist sein einziger Electric-Type übrigens auch und sein einziger Ghost-Type, wo ich sage, gut, den kann er mitbringen. Wir haben nicht die besten Switch-Ins dagegen, weil irgendwie unsere Elektro-Switch-Ins gegen Ghost dann nicht so gut dastehen, weil, keine Ahnung, zum Beispiel Lebeldra ist nicht so gut gegen Spukball oder Magneton steht nicht so gut gegen Spukball da, genauso wie Gortrum. Dazu muss man aber sagen, dass Rotom so fragil ist, dass wenn der nur von Gortrum zum Beispiel angeschaut wird, ist der tot. Genau wie bei Alcremie und sonstigen offensiven Sachen, die ich habe, auch bei Gengar oder so. Tobutz ist sein zweitschnellstes Mon und eigentlich auch eher eins von den gefährlicheren, wenn mein Slowking tot ist. Slowking ist auch ein relativ guter Check dagegen, auch wenn es sehr effektive Moves hat mit dem Energieball zum Beispiel. Aber da muss man halt schauen, es kann Nasty plotten, das könnte gefährlich werden, aber da ist halt auch das Ding, dass ich es auch revengen kann mit der Giga, mit einem theoretisch potenziellen Scarf Magneton kann ich es chippen, mit Grassy Glide kann ich es vielleicht finishen und solche Geschichten. Also er müsste, glaube ich, Sub-Nasty Plot spielen, wenn mich nicht alles täuscht, und dann wäre es wirklich gefährlich, aber auch dann steht die Giga gut da. Wenn ich sie noch habe, das ist das Ding, wenn ich die Giga noch habe, wenn ich die Giga nicht mehr habe, muss ich richtig aufpassen vor Sub SD Plot bei Tobutz. Sonst zeige ich wahrscheinlich mindestens einen Mon an dem. Das ist so das Ding. Heracross ist, ganz ehrlich, es ist schon wieder so ein Fighting-Type, der mich theoretisch gut treffen würde und theoretisch gut gegen mich wäre. Ich hab's aufgegeben. Die Leute bringen ihre Fighting-Types nicht gegen mich mit, also ist es mir langsam auch wurscht. Ich sehe schon, komm, irgendwann werde ich von einem Fighting-Type komplett zerklatscht.
Und ja, ich meine, man kann sagen, ich habe Lavados, das Ding kann aber Stone Edge. Deshalb ist es immer so dieses Ding, die meisten Fighting Types können heutzutage Stone Edge. Deswegen, ja, kann es mir auch wurscht sein. Wir haben Lavados, ich nehme jetzt einfach Lavados mal als potenziellen Check gegen Heracross. Ansonsten hättest du gegen die Steps von dem auch noch El Creamy. Gegen Kampf natürlich Slowking, aber der hat halt leider die Käferschwäche. Und ja, ich finde, dass Heracross gut gegen mich aussieht. Ob Kamike das auch so sieht, werden wir sehen. Schauen wir mal. Und Pelipper, gut, wenn er Regen spielen will, Pflichtpick. Ganz klar, also das ist schnell abgehakt. So, was ist jetzt mir beim Teambuilding aufgefallen? Gehen wir mal so vor. Wir sehen durch Kamalm, durch Toynti, durch Pelipper schon mal gute Elektroschwächen. Gleichzeitig sehen wir durch einzigen Ground-Type Claydol und einzige Resist von Elektro Ferrothorn und Rotom sehen wir noch mehr Elektro Use, ja, Nutzen und Vorteile als eh schon. Da ich habe ja gesagt von wegen, dass er muss Claydol bringen, wenn er Angst vor Magneton hat. Meiner Meinung nach ist Claydol dann aber trotzdem ein Wasted Slot, weil es halt einfach sonst nicht wirklich Use hat. Es hat nur den Use, Magnetons Elektroattacken zu blocken. Und wenn ich da mal Flash Cannon oder so drücke, ja gut. Oder Toxic oder whatever. Dann ist das Ding halt einfach irgendwie nicht mehr so geil. Aber wenn er es nicht mitbringt, erlaubt er meinem Magneton quasi immer free zu Volt switchen. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, aber du bist ja langsamer als die meisten Mons. Na gut. Dann könnt ihr jetzt selber überlegen. Was ist mir noch aufgefallen? Wir haben Ferrothorn und wir haben Drapion als relativ defensive Mons auf der physischen Seite, die Gras resisten. Heracross und Toynti haben wir zwar auch noch, aber die sind nicht so physisch defensiv wie Ferrothorn und Drapion. Ist das Ding. Er kann natürlich ein physisch defensives Toynti spielen, hält ihn nichts davon ab. Aber dann freut sich Slowking, weil er dann immer noch mehr Free in den reinkommt. Natürlich ist Gortrom aber nicht einfach so komplett busted, sondern er ist busted, wenn er noch ein bisschen geboosteten Scheiß kriegt auf seine Grassy Glide. Und das habe ich auch gemacht. Dazu fällt euch vielleicht auf, dass sein Steel-Type ist Ferrothorn. Der resistet Fee-Attacken. Wer resistet noch Fee-Attacken in seinem Team? Genau, niemand. Nur Ferrothorn resistet Fairy-Type-Attacks. Und dadurch, dass Kamike keinen Fire-Type hat, hat er keinen guten Fee-Switch-In, beziehungsweise vor allem keinen guten Pokusan-Switch-In. Das ist unglaublich. Ich sage euch, Leute, ich habe vorhin gesagt, er muss Ferrothorn mitbringen. Und es muss er auch. Weil wenn er es nicht mitbringt, dann macht Creamy in der Giga 3 Kills. Wahrscheinlich. Natürlich ist jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber ihr wisst, was ich meine. Weil wenn der Ferrothorn nicht mitbringt, dann RIP. Dann ist aber noch das Problem, dass er halt, ja, es ist halt Ferrothorn, das hat eine vierfache Feuerschwäche und Creamy kann eine Feuerattacke. Das ist halt so das Ding. Also gegen Creamy muss er sich was überlegen. Und deswegen habe ich auch gesagt, Drapion hat eigentlich nur zwei mögliche Sets, nämlich entweder AV, um das Giga zu checken, was aber tatsächlich auch nicht so gut funktioniert, wie ich gekalkt habe, aber es wäre wenigstens noch quasi das Set, das ein, sagen wir in Anführungszeichen, nur Full Spätz Attack Creamy am besten checkt. Das ist aber, sobald ich Damage Boostendes Item spiele, nicht mehr der Fall. Und das andere Set für Drapion, das ich gesehen habe, ist Scarf. Weil mit Scarf outspeedet er quasi alles von mir. Und er zwingt mich auf manchen Monstern eine Prio zu drücken, die vielleicht nicht so viel Damage macht. Oder hat halt einfach so Scarf Knockoff, der relativ strong gegen mein Team ist. Sehe ich Drapion auch. Aber Band zum Beispiel ist einfach zu langsam. Also Band Drapion ist zu langsam. Und alles andere ist ein bisschen so ein defensives Drapion mit irgendwas. Das tankt zwar Rillaboom, also es hält Rillabooms Grassy Glide und so aus, aber Rillaboom kann ja eine Bodenattacke. So die einzige Schwäche von Drapion. Und wenn der defensiv ist, dann ist er nicht mehr so eine riesige Gefahr, weil dann kommt Lavados auch schon fast free in den rein.
weil dann der Rock Slide nicht mehr so viel macht. Das ist so ein bisschen das Ding. Und ich habe mich jetzt einfach mal dazu entschieden, komplett zu böllern in diesem Fight, denn ich sehe die Defensive von Kamike einfach nicht so krass gegen meine Offensive. Und seine Defensive ist halt Ferrofoin und Drapion, basically. Das ist so die beste Defensive, die er hat gegen mich. Wie gesagt, er kann auch physisch defensives Ding spielen, Taunty, aber das ist es nicht so wirklich gegen mich, weil dann bekomme ich halt Informationen, die ich brauche und nutzen kann. Das ist so ein bisschen das Ding. Dann haben wir... Ja, was denke ich denn, was er mitbringt? Gehen wir mal so. Es ist schwierig. Ich kann mir gut vorstellen, dass er den Regen gegen mich zu Hause lässt und einfach keinen Regen spielt, was in Ordnung wäre. Für mich. Wenn er keinen Regen spielt, dann könnte er trotzdem natürlich tollen Team mitbringen und Ferrofoin, also muss er auch, und Drapion. Diese drei würde ich ohne Regen sehen. Dann Turbuts, Heracross und ja, irgendeins von den restlichen. Also halt, dann gibt's Claydol, wenn er Angst vor Magneton hat. Knuddeluff, wenn er unbedingt einen Wish haben will. Capoeira, wenn er keine Ahnung was machen will. Also vielleicht irgendwie Gortrum gut checken will oder so. Aber das könnte er auch mit dem Fistef Taunty oder halt eben mit Ferrofon. Und Rotom könnte ich mir auch, könnte ich wahrscheinlich nur am besten vorstellen von allen. So Specs oder Scarf Rotom. Wäre schon nicht so schlecht. Wenn er Regen mitbringt, dann natürlich Pelipper. Und ich glaube nicht, dass er sein Giga mitbringt. Also er kann es mitbringen, aber wie gesagt, ich habe den besten Giga, den besten Revenger für sein Giga, den es gibt. Mit Gortrum. Deswegen schwierig. Aber ich habe auch schon Giga-Kamal gegen Gortrum mitgebracht. So ist es ja nicht. Und Kingdra. Also Kingdra sollte auf jeden Fall... glaube ich. Aber wobei, es ist schwierig. Wenn er halt sieht, dass das halt Slowking Kingdra komplett wegblockt, dann ist es halt so ein Ding, dass er es nicht unbedingt mitnehmen muss. Wisst ihr, wie ich meine? Ist halt so, ja, I don't know. Muss er halt nicht. Lohnt nicht für ihn. Aber ja, wenn er Regenteam mitnimmt, dann sehe ich Pelipper, dann sehe ich G-Max Kamalm, dann sehe ich Taunty, dann sehe ich Ferrofoin, das wären schon mal die vier, dann Drapion und Turbuts oder Heracross. Diese Mons würde ich dann sagen, dass sie mitkommen. Also Kingdra... Ich glaube, er lässt Kingdra eher zu Hause als Gortrum. Er lässt Kingdra eher zu Hause als Kamalm. Und... weil er halt mit Kamalm dann einen Kill kriegt oder einen Kill rausforcen kann, wenn ich so gesehen nicht mit Gortrum drin bin. Deswegen. Und das kann er mit Kingdra halt nicht, weil da kann ich immer ins Slowking gehen. Ist so das Ding. Gut. Schauen wir uns an, was ich gebaut habe. Macht euch auf die offensivste Scheiße gefasst, die ich jemals gebaut habe. So, ich habe die Mons wieder danach geordnet, wie ich sie fertig bekommen habe. Deswegen, als erstes, ich habe sofort gewusst, ich will hier Scarf Magneton spielen. Mit Analytic, Magnet Pull. Ich habe zuerst überlegt, ob ich eine Magnet Pull Strat auspacke oder nicht. Aber nach dem, was mit Herbie passiert ist, dachte ich mir, ich lasse es lieber mal. Ich hatte schon Fluch und sowas, so weiter, alles drin. Und alles, also mega viel gekalkt, ob es sich irgendwie ausgeht, dass ich mit Fluch und Gyro Ball oder sonst irgendwas Ferrofon irgendwie killen kann. Es ging sich aber irgendwie sowieso nicht aus. Deswegen habe ich mich für Scarf Magneton entschieden. Und mit Volt Switch Thunderbolt. Also wir spielen drei Elektro-Attacken. Weil wenn er einen Regen mitbringt, dann will ich natürlich maximalen Damage-Output haben mit Donner. Aber der Volt Switch ist eh sehr, sehr wichtig. Hauptsächlich in diesem Game. Und Thunderbolt ist auch ganz gut. Und Flash Cannon natürlich. Ja, als anderen Stab-Move. Den nimmt man mit gegen Ground-Types. Wie zum Beispiel eben Claydol, falls er es mitbringt. Investment, 252 im Spätz-Attack, ganz einfach full. Dann mussten wir 220 Timid im Speed spielen, damit wir, lasst mich mal gucken, ihr seht hier wieder die Speed-Listen. Da. Ich wollte ein Scarf Pelipper outspeeden, falls das Pelipper Scarf spielt, aus welchen Gründen auch immer. Macht es mit Hydro Pump, also killt mich das One-Hit. Deswegen wollte ich einfach schneller sein als ein Scarf Pelipper und hab deshalb 220 Team mitgespielt, mit Scarf sogar noch. Man muss auf Nummer sicher gehen. Gut,
Das ist das. Dann haben wir noch 28 in den HP. Ich glaube, damit habe ich eine ungerade HP-Anzahl, die ich haben wollte. 4-4 Defense Spätstef. Macht es aber nicht so wirklich viel aus. Gut, dann haben wir Lavados dabei. Man könnte jetzt sich denken, okay, hä, wieso Lavados gegen ein Regenteam? Na, genau deshalb. Weil er ihr Regen nicht mitbringen muss. Ich habe schon gesagt, er muss den Regen nicht mitbringen. Und wenn er ihn nicht mitbringt, sieht Lavados natürlich sehr, sehr schmackofatz aus. Der ist sehr geschmackig. Aber es ist halt kein offensives Lavados. Es ist ein sehr defensives Lavados, wortwörtlich, wie man sieht. Wir haben Full HP und Full Death Investment mit Bolt sogar. Also wirklich komplett defensiv. Und sind so eigentlich gegen Drapion gerüstet. Außer er hat Rock Slide. Aber nur ein Banned Rock Slide ist wirklich gefährlich. Also halt, Banned Rock Slide kann ich identifizieren. Und die Frage ist aber, den überhaupt dabei hat, den Banned Rock Slide. Und wie ich schon gesagt habe, Banned ist nicht das Set, das ich gegen mich sehe. Weil ich einfach andere Sachen mehr sehe als Banned Rock, also als Banned Drapion. Sondern eben sowas wie Scarf oder AV. Das ist so das Ding, was ich eher sehe. Ja. Damit können wir gegen Drapion irgendwie reinkommen, wenn er jetzt nicht gerade den Rock Slide dabei hat. Wir sind auch natürlich gut gegen Heracross, der die Stone Edge oder den Felswurf hat. Wenn er das hat, natürlich nicht. Lol. Gegen Capoeira. Ah, wobei Capoeira kann auch Rock Slide. Also es können irgendwie mega viele in seinem Team Rock Slide, aber ja. Hauptsächlich sind wir da gegen Ferrothorn. Deswegen auch das Set. Flame Body, ganz klar. Also in seinem Team sind viele Monster, die nicht geburnt werden wollen. Ich sag nur Drapion, Kamalm, Ferrothorn will eigentlich auch nicht wirklich so unbedingt einen Burn haben. Heracross, das hat Guts. Ja, doch, das kann den Burn bekommen. Ohne Probleme. Ansonsten, ja, ich glaube Hitmontop will auch nicht unbedingt einen Burn fressen, weil dann macht halt gar keinen Schaden mehr. Falls es überhaupt mitkommt. Oder ein physisches Taunt. Wäre ja auch noch etwas, das kein Burn haben will. Aber jetzt einmal zu den Moves. Wir haben Burn Up. Wir spielen entweder Burn Up. Und das ist super gegen Ferrothorn. Weil es halt einfach hart killt. Aber auch wenn er natürlich aus Ferrothorn rausgeht. Ne? Dann ist Burn Up ganz nice, wenn er den Regen dabei hat. Weil wir dann keine Water Weakness mehr haben. Weil wir unseren Fire-Type loswerden. Und Hurricane habe ich dabei, damit wir eben, ja, ich denke, es ist ganz klar, damit wir, wenn wir im Regen sind, auch Hurricane spammen können, weil das soll etwas sein, das nicht nur ihm vorenthalten sein soll. Dann noch Defog und Roost, einfach um mich ein bisschen hoch zu heilen und Defog ist top, um die Steine von Kamalm zu removen. Ich hätte fast schon wieder keinen Defog mitgenommen, aber sein Team hat zu viel Hazards, also er hat Ferrothorn, er hat die Giga Kamalm, er hat die, ich glaube, Drapion hat die T-Spikes, ich bin mir nicht ganz sicher. Und ja, deswegen. Sorry. Und deswegen habe ich Defog mitgenommen. Ich habe nur 4 in den Speed gehauen, falls er irgendwie ein nicht Speed investiertes Lavados outspeeden will. Willkommen zu Gortrum. Das wird böllern, das wird so schön böllern, das sage ich euch. Full Attack Adamant mit Band, Grassy Surge, Grassy Glide U-Turn, Drain Punch und ich habe sogar Woodhammer mit eingepackt. Holy shit, geil. Keine Bodenattacke gegen Drapion, weil das wirklich nur gegen Drapion gewesen wäre. Und Woodhammer ist einfach Boomhäuter. Also wirklich, das ist einfach nur Böllerei hoch 10. Das killt halt einfach in die nächste Dimension und da habe ich Bock drauf. Wir spielen, was spielen wir? Also, ja, Band ist, glaube ich, muss ich nicht erklären, oder ist einfach sick. Also, wumm. Einfach rein da. Also, Grassy Glide killt Kamalm, killt Kingdra, killt Claydol, killt Knuddeluff probably, killt Tobutz, killt Pelipper sogar ziemlich fast, killt Rotom. Also, holy shit. Wenn ich Gortrom wegschmeiße in dem Fight, dann bin ich dumm. Aber wenn er halt sowas dabei hat wie Ferrothorn, Taunt, Drapion, Hitmontop mit Intimidate, Heracross, wenn er die 5 Monster dabei hat, ist halt zum Beispiel das useless. Wobei Woodhammer trotzdem wehtut. Und ich könnte es eher sacken. Aber wenn er das Regenteam mit hat, dann geil. Dann geil. Drain Punch für Ferrothorn. Das erklärt sich, glaube ich, von selber, weil gegen den machen wir jetzt sonst wirklich nichts. Weil gegen Drapion machen wir mit Grassy Glide und Woodhammer wenigstens noch Damage.
Ja, die Dev, also die EVs im Speed sind, glaube ich, dafür da, dass wir ein Fullspeed Pelipper outspeeden, wenn mich nicht alles täuscht. Das kann ich aber nochmal nachschauen. Okay, gegen ein Fullspeed investiertes Pelipper reicht das jetzt nicht. Wahrscheinlich habe ich einfach nur, also ich habe das Investment so gemacht, dass ich die wahrscheinlich habe ich zuerst die Verteidigungs-EVs reingeklatscht und dann noch übrig gehabt und mir dann gedacht, okay, Rest hauen wir in den Speed, damit wir nicht ganz, damit wir nicht ganz lahmarschig unterwegs sind. Ich sage euch mal kurz, wofür die EVs in der Verteidigung sind. Die sind dafür da, dass wir, wenn wir gegen Kamalm reinkommen und es ist im Regen und es ist folgendermaßen. Wenn wir gegen Kamalm reinkommen, wenn der keine Rindo-Berry hat, dann ist er in der Giga, auch in der Giga, immer tot. So, wenn er eine Rindo-Berry hat, dann müssen wir ja danach einen Hit leben, weil wir sonst selber sterben. Und diese Verteidigungsinvestments sind dafür da, dass der uns mit Mega-Horn in der Giga, also mit diesem Deiner Flutterby oder was das ist, dass der uns nicht killt mit dem Dünerschwarm. Dafür sind die Verteidigungsinvestments, also ist das Verteidigungsinvestment da, dass der da, dass unser Rillaboom das tankt. Wie gesagt, das ist nur der Fall, falls er Rindo-Berry hat. Wenn er sie nicht hat, ist es sowieso egal. Dann stirbt er sowieso. Okay. Der böllert. Also der böllert komplett. Der wird reinschallern ohne Ende. Denke ich mir. Und ich hoffe, der nächste auch. Rey Mysterio ist wieder am Start. Unburden, Grassy Seed, die klassische Combo. Wir sind dabei mit Thunder Punch gegen Pelipper und gegen Torrent T. Wir haben Close Combat dabei, weil das gegen viele sehr gut aussieht. Und wir haben Acrobatics dabei, weil das einfach strong ist, wenn, ja. Weil es halt einfach strong ist. Und dazu habe ich noch SD. Weil ich mir denke, ich kann mich gegen sowas wie zum Beispiel Drapion oder so. Ich lebe einen Hit. Ich könnte mich da einmal setupen und dann kill ich den mit Close Combat. Ziemlich gut sogar. Und vor allem, weil wir das Verteidigungsplus bekommen durch den Grassy Seed, sind wir da tatsächlich ganz gut dabei. Mit dem Speed Investment von 100 outspeeden wir alles in seinem Team, glaube ich. Auch ohne Unburden, oder? Turbutz nicht, aber Drapion. Drapion outspeeden wir damit. Ziemlich sicher. Habe ich 100 Speed Investment dafür reingepackt. Und mit Unburden outspeeden wir natürlich alles. Auch die Regenmons natürlich. Also da müsste ich theoretisch keine EVs im Speed spielen. Aber ich will auch ohne Unburden schneller als Drapion sein. Deswegen habe ich 100 drin. Und die Verteidigungs-EVs sind schon wieder dafür da, dass ich eben genau besagte Strat machen kann, dass ich gegen Drapion einmal SD drücken kann, ohne dass ich zu viel fürchten muss. Wie gesagt, weil wir durch den Grassy Seed auch noch den Verteidigungsboost bekommen. Sollten wir ihn nicht bekommen und er drückt Knockoff oder sowas, dann haben wir trotzdem Unburden aktiviert und können auch einmal SD ihn meistens. Außer der kann halt Donnerzahn und Eiszahn haben und wenn der dann irgendwie banned ist oder so, ist unangenehm. Aber wenn er uns zuerst Knockoff dann und banned ist, dann muss er eh raus, so gesehen. Und wir können einmal free SD ihn. Und mit einem SD Intus killen wir, glaube ich, eh die meisten Sachen. Einfach so. Deswegen, ja. Ich glaube schon. Gut, als nächstes haben wir den Big Boy. Ich habe schon angekündigt, absolut broken. Das Ding, wenn er Ferrofon nicht mit hat, dann verstehe ich nichts mehr. Er braucht es. Wir spielen komplett Böllerei wieder. Life Orb, Full Spats Attack, Modest. Wir spielen 28 im Speed, um Pelipper, ein Pelipper, das mich quasi Speed creepen will. Also ein Pelipper, das auf meinen Speed creepen will, outspeeden wir. War das irgendwie klar? Deswegen die 28 im Speed und der Rest wieder in die HP. Ich finde HP Investment auf G-Max Focus dann einfach geil, weil wir dadurch in der Giga einfach so viel heilen. Das sind so viele KP, die wir wieder heilen. Das ist einfach geil. Also, I love it. Und ja, wir haben also als Moves, ich glaube, ich fast das gleiche wie an Spieltag 2. Wir haben Dazzling Gleam, wir haben Mystical Fire, wir haben Giga Drain, wir haben Recover. Dazzling Gleam schallert alles weg, Mystical Fire schallert alles weg, was
Fey-Resisted, also Ferrothorn. Und Giga Drain ist einfach nur dafür da, dass ich mir vielleicht in der Nicht-Giga halt maybe noch irgendwo KP snacken kann oder so. Und es ist natürlich auch da, dass ich das Giga-Battle gewinne gegen Kamalm. Weil ich glaube, mit Rindoberry macht er mir nicht genug Schaden. Aber dann müsste ich vielleicht nochmal kalken vorm Fight, was jetzt da am besten wäre. Ob zuerst Fey-Move und dann Pflanzen-Move oder zuerst Pflanzen-Move, dann Fey-Move. Ohne Rindo ist der auf jeden Fall eigentlich immer One-Hit. Und ich spiele Giga-Drain statt Energy Ball, weil beide in der Giga genau gleich viel Schaden machen und gleiche Power haben. Deswegen ist es relativ egal, was ich da spiele. Gut, und dann haben wir noch Kingdra 5 Kill. Ich wollte eigentlich 5 Kills schreiben, aber naja, Slow King ist dabei. Ja, der soll Kingdra checken. Und der soll auch Torrent checken. Hat die Kolber dabei für potenzielle Knockoffs, weil dann einfach Drapion auch nicht mehr so viel Damage macht. Wir haben TP dabei, um Momentum zu generieren, was in diesem Fight sehr, sehr wichtig ist. Oder sein wird, sagen wir so. Scald haben wir dabei, weil ich habe schon gesagt, viele seiner Mons wollen eigentlich keinen Burn haben. Future Sight haben wir diesmal mal dabei. Vielleicht sind da ein paar Leute stolz auf mich, dass ich Future Sight statt Psychic spiele. Nee, aber ich habe gemerkt, Future Sight kann ganz gut sein. Auf jeden Fall. Und Protect habe ich auch dabei. Obwohl ich keine Lefties habe. Aber mit Protect kann ich halt unter Umständen, wenn ich weiß, ein Mon ist gechoiced, sowas wie Drapion oder sowas wie Kingdra oder sonst irgendwas. Ich kann einmal protecten und schauen, was er macht. Und dann kann ich vielleicht dementsprechend switchen. Was voll in Ordnung wäre für mich. Und mir ein bisschen hilft. Außerdem kann ich mit Protect eine Runde Regen stallen, falls es nötig sein sollte. Außerdem kann ich die Giga ein bisschen stallen. Aber nur ein bisschen. Nicht zu viel. Ja, Investment ist Mr. 252. Ich denke, das haben wir jetzt auch bei Lavados schon gesehen, weil da waren wir auch Mr. 252. Aber macht man nix. Das soll es gewesen sein. Geht eh schon wieder lang genug. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bin gespannt, wie es gegen Kamike laufen wird. Ich will endlich mal wieder was gewinnen. Und ja, macht es gut. Bis morgen. Und bis Dänzen, sagt er. Sieben Dänzen.